Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Eine Bücherwoche, die mich doch sehr zum Verzweifeln gebracht hat, denn es lief nicht wirklich gut. Es lief so schlecht, dass ich am Wochenende zu einem altbekannten Hausmittel gegriffen habe und mit Harry Potter gestartet habe, also dem sechsten Band beim Weiterhören. Ach, es war nicht sehr einfach. Ich habe im Grunde drei Bücher gelesen. Davon habe ich zwei abgebrochen und beim vierten Buch der Woche, ja, da ist geplant, dass wir das eben über 2 Wochen lesen. Dementsprechend wären es eigentlich 3,5 Bücher gewesen. Aber ja, von den ganzen Büchern, das war wirklich diese Woche eine Katastrophe. Dafür habe ich einen wunderbaren, ja, Weihnachtsliebesfilm auf Netflix geschaut. Ich habe Vampire Diaries beendet, da möchte ich auch ein bisschen was dazu erzählen. Und ja, dann natürlich auch ein bisschen was zum Adventskalender, der jetzt kommt. Und ja, wir stehen ja tatsächlich schon vor dem ersten Advent. Zumindest heute, wenn ihr das Video seht, noch ist alles unweihnachtlich hinter mir. Denn bei mir wird die Deko wahrscheinlich Freitag, Samstag aufgebaut. Und ja, auch draußen ist noch ein bisschen was zu tun. Und ja, dann ist es, denke ich, beim nächsten Video auf jeden Fall auch weihnachtlich. Aber starten wir mit den Büchern. Ich packe alle Infos zu den Büchern in die Infobox, auch die Zeitstempel. Schaut da gerne vorbei. Ich kennzeichne dort auch, wenn es sich um Rezensionsexemplare handelt, und kennzeichne auch das sonstige Geplauder. Also alles unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, wir starten mit John Krakauer in die Wildnis. Ein Büchlein, ja, worauf ich einfach tatsächlich Lust hatte. Es war dünn und ich dachte, es passt ganz gut zu dies als Gegengewicht zu dem Fantasy-Hörbuch, was ich mit Becky höre. Und ja, ich mochte das erste Buch von John Krakauer, was ich gelesen habe, ganz gerne. War hier aber auch eher, ja, enttäuscht. Dann habe ich zum neuen Beth O'Leary gegriffen, Drive Me Crazy. Hier bin ich schon mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen, weil ich doch schon die ein oder anderen nicht so positiven Worte dazu vernommen habe und auch eben schon mitbekommen habe, dass man da keinen klassischen O'Leary erwarten sollte. Ich habe es tatsächlich abgebrochen. Auch das nächste Buch, das ist dann ein E-Book. Ich dachte dann so, wenn es irgendwie mit Sachbuch nicht so richtig klappt oder mit diesem Reisebuch und wenn es mit diesem Beth O'Leary nicht klappt, dann greifst du jetzt zu einem Thriller. Und ich habe zu Mr. Nobody gegriffen von Catherine Steedman. Ein Buch, was tatsächlich schon relativ lang, ja, obwohl es ein Rezensionsexemplar ist, hier auf dem Sub lag. Ich muss meine E-Books ein bisschen besser katalogisieren. Aber auch dieses Buch habe ich abgebrochen. Ja, und da dachte ich dann so, jetzt hilft nur noch Harry Potter. Nein, ich habe die ganze Woche schon gehört mit der lieben Becky von Leigh Bardugo, Rule of Wolves. Das ist der abschließende Band der Dilogie von King of Scars. Wir haben da jetzt lange, lange, lange ja auf das Hörbuch gewartet und haben uns ja den Wälzer wieder für 2 Wochen eingeteilt. Hier ist es also geplant, dass wir erst bei der Hälfte sind. Und ja, da haben wir auf jeden Fall schon relativ viel Freude. Das kann ich berichten. Aber starten wir mit John Krakauer und In die Wildnis. Das Buch ist, glaube ich, schon 2007, 2008 erschienen. Ich habe es schon des Öfteren bei Booktubern auch gesehen, die dann geschwärmt haben oder auch von dem Film geschwärmt haben, der auch noch irgendwo hier hinten im DVD-Regal steht. Und ich dachte, es passt so ein bisschen in diese kältere, dunklere Jahreszeit, und ich hätte dann eben auch direkt Lust gehabt, mir den Film anzuschauen. Ich habe von John Krakauer In eisigen Höhen gelesen, was schon sehr lange her ist, was ich super spannend fand. Da geht es ja um eine Expedition zum Mount Everest, wo er teilgenommen hat als Journalist, Fotograf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da ging ja bei dieser Expedition so viel schief. Ich glaube, das ist ja auch verfilmt mit Everest, wenn ich mich nicht täusche. Und das sind ja wirklich viele bekannte und auch erfahrene Bergsteiger damals ums Leben gekommen. Und da hat John Krakauer eine etwas, ja, besondere Rolle eingenommen, und auch sein Buch stand da lange so ein bisschen im Verruf, und auch wie er die Dinge schildert und wie er sich selbst wahrgenommen hat und wie das andere, aber das wäre nochmal was anderes. Aber das Buch habe ich so in guter Erinnerung, fand es damals sehr spannend. Und wir haben jetzt hier bei In to the Wild, also In die Wildnis, die wahre Geschichte von Chris McCandless. Ein junger Mann, der war abenteuerlustig, er war viel unterwegs, und der ist 1992 in die Wildnis von Alaska gewandert, also auch per Anhalter, und ist dort dann unter mysteriösen Umständen verstorben. Also man geht zum einen davon aus, dass er vielleicht verhungert ist, zum anderen, dass er sich mit irgendetwas, was er gegessen hat, vielleicht sogar vergiftet hat.
Ja, also das heißt, man weiß am Ende, wie das Buch theoretisch ausgeht. Wir erfahren hier aber so ein bisschen seinen Lebensweg, beziehungsweise diesen Auswanderungsweg, als er eben diese vielen Orte vorab schon von den USA bereist hat, wo er unterwegs war, dass er als Supertramper bekannt war. Und nach der Highschool hat er dann eben auch begonnen, so ein bisschen sein Aussteigerleben zu planen und anzugehen. Und er schottete sich auch von Familie und Freunden ab und gab seinen ganzen Besitz auf und ja, drehte irgendwie der Zivilisation auch den Rücken zu und ging dann eben auf seine letzte Reise nach Alaska. Und Krakauer erzählt eben diese Geschichte anhand von ja, Menschen, die er getroffen hat, die eben auch sagen, dass sie Chris McCandless noch gesehen haben, auch anhand von Tagebucheinträgen. Und man hat hier eben irgendwie eigentlich einen wahren Bericht, aber der so in Romanform gepackt ist und der eben schon auch irgendwie auf, ja, also der schon eher so tut, als wäre er ein Roman, also auch mit Dialogen im erzählerischen Stil. Ach, und da kommen wir eigentlich schon zu meinem Kritikpunkt. Also ich bin tatsächlich schon sehr enttäuscht von diesem Buch. Ich hatte schon den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, was lese ich hier eigentlich gerade? Ich hatte mir schon etwas anderes vorgestellt. Natürlich hatte ich eigentlich mehr erwartet, dass es mehr Tagebucheinträge gibt. Ich fand auch den Anfang noch sehr spannend gestaltet. Da hat man auch noch sehr viel über Chris McCandless erfahren, was ich auch super spannend fand. Aber dann ist John Krakauer so abgedriftet von seinem eigentlichen Thema. Immer wieder drehte es sich dann um ihn, um seine Erfahrungen, um seine Gedanken, um seine Reisen. Und das hat für mich irgendwie nicht so richtig gepasst. Ich habe wirklich hier erwartet, dass wir schon in einer Art Romanform eben diese Geschichte von Chris McCandless erzählt bekommen. Dazu waren aber wohl nicht genügend Tagebucheinträge vorhanden. So war zumindest jetzt mein Gefühl. Ich wollte einen spannenden Abenteuer-Reiseroman eben von einem Aussteiger, was der erlebt und was ihm bei seiner Reise passiert ist. Dass man natürlich über das Ende nur munkeln kann, dass man da, also kann man keinen mehr fragen, das ist richtig. Aber zumindest bis zu diesem Punkt hin. Ich fand Krakauers Stil unwahrscheinlich ausschweifend. Also, das auf so wenigen Seiten, das mag jetzt tatsächlich was heißen. Da kann man sich vorstellen, dass wenn man das gekürzt hätte, hätte man wahrscheinlich nur einen Bruchteil des Buches. Ich fand auch, dass man mit diesem lückenhaften Bericht, den man irgendwie hat, dass es da auch einfach zum Teil sehr langweilige Nebenstories gab. Also die haben mich überhaupt nicht interessiert. Mich hat Krakauer eigentlich nicht interessiert, weil ich wollte ja hier die Geschichte von Chris McCandless lesen. Und er spricht unfassbar gern über sich selbst. Also ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Ich fand das wirklich anstrengend. Und es hatte auch mit der eigentlichen Handlung nichts zu tun. Und ich hatte auch oft einfach den Eindruck, dass er eigentlich gar nicht so viel über McCandless weiß oder wusste, zusammentragen konnte und dass er aus diesen wenigen Notizen etwas ganz Aufgeblähtes gemacht hat. Und ich weiß aber nicht so richtig, was er damit tun wollte. Er hat, glaube ich, keine Klarheit für sich geschaffen, auch für uns nicht. Und ich verstehe nicht, was er uns mit diesem Buch eigentlich sagen möchte. Es war sprachlich ganz okay. Es ist wirklich sehr ausschweifend und zum Teil auch wirklich wirr. Ich finde, ich glaube, das muss man auch mögen. Was mir gut gefallen hat, waren die Ortsbeschreibungen, also wo wir unterwegs waren, das fand ich gut getroffen, das konnte man sich vorstellen. Auch zum Teil die Weggefährten, die beschrieben werden, auch das finde ich, ist Krakauer sehr gelungen, ihre spezielle Art so ein bisschen einzufangen. Aber die bleiben einem auch nicht so richtig in Erinnerung. Und irgendwie ist es einfach nicht das, was ich erwartet habe. Ja, manchmal geht man mit falschen Erwartungen an ein Buch ran und ich weiß auch nicht, ja. Vielleicht hätte er seine Recherchearbeit noch etwas intensivieren müssen. Vielleicht hätte er irgendwann erkennen müssen, Krakauer, dass es eben gar nicht so viel zu erzählen gibt oder zumindest was nachweislich erzählt werden kann. Ich werde dem Film eine Chance geben, weil ich jetzt im Nachgang schon auch ein paar Stimmen gehört habe, die sagen, der Film ist definitiv gut. Vielleicht muss man ihn auch wirklich separat dann einfach vom Buch betrachten. Ich fand das Buch eher mehr als gut, aber also es gab so zwei, drei Punkte, wo ich dachte, liest du jetzt weiter, aber dann dachte ich, so ein dünnes Buch und als ich dann irgendwie schon mal bei 100 Seiten war, dachte ich, naja, die anderen 110 schaffst du dann auch noch. Also ja, man liest sich so durch, aber es war jetzt nichts, was mich irgendwie komplett begeistern konnte. Ja, so geht es dann tatsächlich beim nächsten Buch weiter, wo sogar noch das Lesezeichen drinsteckt, wo ich abgebrochen habe, bei Seite 105.
50. Ja, es ist von Beth O'Leary, Drive Me Crazy, ist das dritte Buch der Autorin und ich habe Buch 1 und 2 sehr, sehr gefeiert. Vor allem Time to Love ist der zweite Band mit der Oma und der Enkelin. Das habe ich wirklich absolut gefeiert und ich mochte auf Love to Share super, super gerne. Ich habe schon mitbekommen im Vorfeld, vor allem von Ruth, dass, weil ich glaube, sie hat es auch in Englisch gelesen, dass dieses Buch ganz anders ist wie die beiden anderen Bücher, dass wir hier keine lockere, leichte, vielleicht auch Liebesgeschichte oder auch so diese Generationengeschichte, dass wir das hier nicht erwarten sollten. Allerdings muss man sagen, tut der Verlag natürlich nichts, um dieses Buch von anderen Büchern der Autorin irgendwie ja, zu distanzieren. Es sieht total verspielt aus, es sieht locker aus, es sieht leicht aus. Also ich mag diese Covergestaltung auch super gerne. Es ist jetzt ja auch schon das vierte Buch für Mai angekündigt und auch das kommt in dieser Optik wieder daher. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was uns dann erwarten wird. Und ich war dennoch neugierig auf dieses Buch und dachte dann am Mittwoch, ja, jetzt greifst du dazu, es wird Zeit. Ist auch ein Rezensionsexemplar und ja, das liest du jetzt endlich. In der Geschichte geht es um Eddie, die mit ihrer Schwester Deb und Rodney auf dem Weg zur Hochzeit sind von Cherry und sie treffen auf dem Weg, passiert ein Autounfall, da ist Dylan darin verwickelt, das ist der Ex von Eddie und er wird dann jetzt eben diese lange Strecke nach Schottland mit in diesem Auto mitfahren. Eddie und Dylan haben sich vor knapp 2 Jahren irgendwie getrennt, haben sich auch seit dieser Trennung nicht mehr getroffen, nicht ausgesprochen, nie darüber geredet und man merkt recht schnell, dass das eine sehr unangenehme Situation in diesem Auto ist und wir begeben uns eben irgendwie auf diese Reise. Das Auto ist sehr beengt und wir treffen in diesem Auto auch ganz viele unterschiedliche Charaktere, die alle so irgendwie ihr Päckchen zu tragen haben. Und es war unfassbar langweilig. Also man muss sagen, der Schreibstil von Beth O'Leary ist erkennbar, aber es fehlt der Geschichte einfach an Leichtigkeit und an dem, was man irgendwie von Beth O'Leary kennt und was man mag. Mich hat die Geschichte überhaupt nicht gepackt. Mich haben diese Charaktere total kalt gelassen. Mich hat diese Autofahrt, da habe ich wirklich gedacht, was soll das? Also da war auch noch so viel Unlogisches darin und mich konnten eben auch die Charaktere nicht catchen. Es ging schon mit den etwas unlogischen Thematiken los, dass sie am Tag vor der Hochzeit, glaube ich, auch erst losgefahren sind und ich mir dachte, bei so einer langen Anreise, vermeintlich, warum fährt man da so spät los? Man weiß ja eigentlich, dass am Abend vorher schon Dinge passieren. Oft ist es ja auch so, dass oft man ja auch diese Hochzeitsprobe am Abend oder am Tag vorher hat. Dann reden wir aber gleichzeitig irgendwie, ich glaube, von 500 Kilometer, wo die ellenlang unterwegs sind. Hallo, also 500 Kilometer schafft man doch locker, wenn man sehr langsam fährt, in 10 Stunden. Da bin ich schon sehr langsam gefahren. Wir reden ja hier jetzt auch theoretisch von England und nicht von den USA, wo ja auch noch diese Geschwindigkeitsbegrenzung so niedrig ist. Und da habe ich echt gedacht, das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, warum die von so einer langen Zeit ausgehen, warum die sich alle in dieses Auto quetschen, obwohl alle so ihre Probleme haben und dann eben auch noch den Ex-Freund mitnehmen. Und dann gibt es eben nicht nur Perspektivwechsel, sondern auch noch verschiedene Zeitebenen. Und das fand ich total verwirrend und es hat mich einfach nicht interessiert. Also ich fand es noch ganz schön, dass wir so erleben, wie die beiden sich verlieben. Das fand ich auch spannend, aber es hatte doch nichts mehr mit diesen Menschen im Auto zu tun. Die Menschen sind jetzt anders, als sie es vor über 2 Jahren waren, als sie sich ja kennengelernt haben, weil 2 Jahre sind sie ja schon getrennt und also wenn ich 2 Jahre solche Päckchen mit mir herumtrage, da sollte ich definitiv an mir arbeiten und etwas tun. Und beide sind so total unselbstreflektiert und überhaupt nicht reflektiert. Also nicht nur mit sich selbst nicht, sondern auch mit dem, was in dieser Beziehung war, irgendwie nicht. Und es war einfach unfassbar langweilig. Ich fand es überhaupt nicht spannend. Ich habe wirklich gedacht, was ist das hier? Was lese ich hier? Und warum lese ich es? Also das war auch die große Frage. Natürlich kann man dieses Thema vielleicht nicht mit so einer gewissen Leichtigkeit anpacken, wie es man von den anderen beiden Büchern gewöhnt ist. Aber ich hatte auch irgendwie erwartet, dass wir viel schneller, also das hinter uns lassen und uns dann vielleicht mit dem, um den Jetzt-Part kümmern. Aber wir sind nur in der Vergangenheit und dann sind die beiden auch kein sehr schönes Paar so betrachtet. Also kein harmonisches Paar und es gibt auch so Dinge von außen,
die ich jetzt nicht zur Gänze gelesen habe, weil ich es eben nicht beendet habe, wo ich so dachte, wo führt das eigentlich hin? Also, und dann weiß man ja schon, dass sie getrennt sind und 2 Jahre nicht sprechen. Also hat man eigentlich mehr, also man weiß ja, wie das endet. Und ja, ich konnte damit nicht zu viel anfangen. Zudem hat ja jeder der Charaktere im Auto auch noch im Auto so seine Probleme. Und dann habe ich so den Eindruck gehabt, dass die sich eben auch für ihr Verhalten entschuldigen wollen, weil eben irgendwie Dinge passiert sind. Und ja, natürlich ist das im Leben oft so, dass man so ist, wie man ist, weil einem gewisse Dinge widerfahren sind. Aber das entschuldigt doch nicht alles. Und auch diese Häufigkeit, die hier drin passiert und auch die Schwere der Dinge, da denke ich mir, das kann doch nicht Platz finden in einer Handvoll Menschen, die in einem Auto sitzt. Zudem hat mir die Leichtigkeit gefehlt, mir hat der Humor gefehlt, mir hat das besondere Etwas gefehlt. Und ich fand auch, dass man bei den anderen Charakteren ihrer Bücher immer mitfühlen konnte. Hier war ich eigentlich nur genervt. Ja, es war nicht meins. Es wird definitiv auswandern. Es wird nicht in meinem Regal Platz finden. Also ich werde das 4. Buch definitiv von Beth O'Leary lesen. Das klingt auch so, was man jetzt schon gesehen hat, auf jeden Fall wieder eher nach den beiden anderen Büchern. Das war für mich irgendwie nichts. Und ich frage mich da manchmal, ob nicht auch der Verlag hier einfach falsche Erwartungen schürt, indem er das Cover eben so lässt. Natürlich möchte man mit diesem Cover darauf aufmerksam machen, das ist die Autorin, von der ihr lieben Leser schon 2 Bücher toll fandet. Aber man schürt hier einfach falsche Erwartungen und das kann eigentlich nur enttäuschen. Und ja, also mich hat es enttäuscht und dann nützt auch das coole rote Auto nichts da oben. Ach, das war nix. Auch das nächste Buch war nix und zwar Mr. Nobody von Catherine Steadman. Ein Buch, das ich glaube ich Anfang des Jahres als E-Book zur Rezension zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ich muss hier definitiv mal an meinen E-Books arbeiten und an meinem Sub. Ich glaube, ich muss mir das mal ein bisschen vor Augen halten, was man hier hinten so im Regal hat. Das sieht man ja dann doch öfter, aber die E-Books, das ist manchmal einfach ein bisschen ein Problem. Aber ja, es klang nach einem spannenden Thriller und es gibt wohl auch schon, ich glaube, ihr ursprüngliches Debüt ist wohl auch ein Bestseller-Thriller gewesen und das ist jetzt ihr zweites Buch, soweit ich das jetzt mitbekommen hatte. Und mich hatte Mr. Nobody letztes Jahr schon interessiert, als ich bei den Neuerscheinungen gesehen habe. Und nach diesen nicht so gelungenen Büchern dachte ich so, jetzt ist es Zeit für Spannung und Thrill und jetzt brauchst du hier mal einen Page-Turner. Ja, nach knapp 100 Seiten habe ich beschlossen, selten so etwas Verwirrendes und Langweiliges gelesen. Und wir treffen hier einen Mann, der am Strand gefunden wird, der keine Erinnerungen mehr hat. Er ist orientierungslos und weiß auch nicht mehr, wer er ist. Und er bekommt den Titel Mr. Nobody von der Presse. Er weiß nichts mehr, er erinnert sich an nichts. Er landet dann bei der Neuropsychiaterin Emma Lewis, die sich um ihn kümmern soll und sich seinen Fall auch genauer anschauen soll. Allerdings ist sie sich sehr unsicher, ob sie den Fall annehmen soll, denn er bringt sie im Grunde an einen Ort zurück, aus dem sie eigentlich geflüchtet ist und wo sie auch viele Dinge vergessen wollte. Und ja, so viel weiter bin ich tatsächlich nicht gekommen auf diesen 100 Seiten. Wir haben hier einen jungen Mann, der alles vergessen hat. Dann haben wir eine junge Frau, die gerne alles vergessen würde. Und irgendwie ist das eine merkwürdige Kombination, zumindest wie sie uns hier rübergebracht wurde. Es war ein wahnsinnig langweiliger Einstieg. Also ich habe wirklich schon so nach 50 Seiten gedacht, passiert jetzt mal irgendwas? Und nach 100 Seiten habe ich beschlossen, ich habe keine Lust mehr. Also es war wirklich so, an dem Abend dachte ich mir wirklich, ach nee, jetzt manchmal ist man auch mit seiner Geduld am Ende und ich war es an diesem Abend. Es gibt verschiedene Perspektiven. Der Haupterzählstrang liegt tatsächlich eher bei Emma. Ich hatte ja eigentlich erwartet, dass wir mehr aus Mr. Nobodys Sicht erzählt bekommen. Sie hat ein Geheimnis, was so unterschwellig auch schon spürbar ist. Und dann gibt es aber auch noch verschiedenste Zeitebenen, die uns auch noch etwas erzählen. Und ich war einfach irgendwann verwirrt und fand es schwierig und dachte mir, was soll das eigentlich? Also ja, der Schreibstil wirkte sehr distanziert. Also man kommt weder an Mr. Nobody noch an Emma heran.
Man kommt ihnen nicht nah, man fühlt sich auch ständig so ausgeschlossen. Also man hatte auch den Eindruck, wie wenn man uns aus der Ferne so hinhalten wollte. Und ich mochte diesen Schreibstil nicht. Ich mochte nicht, wie das formuliert war, wie das rübergebracht wurde, wie die Cuts gemacht wurden, zwischen den Perspektiven, zwischen den Zeiten. Ich fand das irgendwie nicht gelungen und es hat sich einfach gezogen und ich hatte dann einfach keine Lust mehr. Also ich weiß auch nicht, gerade zu Beginn von einem Thriller sollte der doch zum Einstieg gut sein. Ich habe nichts gegen Perspektivwechsel, ich habe auch nichts gegen verschiedene Zeitebenen, aber mir war das zu verwirrend, mir war das zu viel, mir war das zu extrem und es war einfach öde. Es war einfach langweilig und es war auch vom Stil her total merkwürdig und ja, auch dieses so auf Distanz halten, es hat mir nicht gefallen. Leider, leider, das zweite abgebrochene Buch in dieser Woche. Ja, es ging gut los, ne? Also das war irgendwie keine gute Woche. Aber dann kommt Rule of Wolves von Leigh Bardugo. Das ist der zweite Band der King of Scars-Dilogie oder auch der Nikolai-Dilogie. Wir haben ja sehr, sehr lange jetzt auf den zweiten Band als Hörbuch gewartet. Ich weiß gar nicht mehr, wann Becky und ich den ersten Teil King of Scars gelesen hatten. Ich glaube, kurz bevor Rule of Wolves jetzt erschienen ist als Buch, als Taschenbuch oder als broschierte Ausgabe, glaube ich. Und wir sind ja dem Grishaverse verfallen. Wir haben beide Grisha total gefeiert. Wir haben das Krähenlied, die Dilogie sehr gefeiert. Und wir waren ja hier vom ersten Band von King of Scars total enttäuscht. Wir haben uns teilweise wirklich gelangweilt. Wir haben überhaupt nicht verstanden, was hier eigentlich passiert, was mit unserem oder einem unserer Lieblingscharaktere, was mit Nikolai passiert ist. Und ja, jetzt haben wir aber im Oktober entdeckt, dass endlich das Hörbuch da ist, dass Robert Frank es widerspricht, dem ja wir, seitdem er Nevernight vertont hat, ja wirklich verfallen sind. Und ja, wir haben uns das jetzt für 2 Wochen aufgeteilt. Das heißt, wir haben jetzt die erste Hälfte gehört und Wahnsinn! Wow, was ist da schon passiert? Wie spannend ist dieser zweite Band? Ich frage mich, wo war Leigh Bardugo beim ersten Buch? Also so langweilig, wie das war und langgezogen das war. Und ich kann mich noch an den Hörgenuss von Ruth erinnern, die vom zweiten Band auch sehr geschwärmt hat und das ja ein Motivator war, den ersten Band zu beenden, weil man eben irgendwie schon dachte, ja, der zweite kann eigentlich noch besser werden. Und ja, es ist überhaupt nicht untertrieben. Es sind Bücher wie Tag und Nacht. Und man merkt schon, dass es hier irgendwie auf ein Ende dieser Grisha-Reihe, dieses Grishaverse zuläuft, dass jetzt einfach Stränge auch ein Ende finden werden. Und ja, bin super neugierig, wie es jetzt ja, mit dem letzten Drittel, also der zweiten Hälfte sozusagen, hier weitergeht. Und ich freue mich sehr auf den weiteren Teil, auf das Hören. Ich liebe Robert Frank. Ich finde, das ist wirklich ein großartiger Sprecher. Und in der nächsten Bücherwoche werde ich auf jeden Fall final ein bisschen was da natürlich zu dem Buch erzählen, weil nur dann macht das natürlich Sinn. Ja, das war sie, die etwas katastrophale Woche, die zumindest am Wochenende dann noch mit Harry Potter ein bisschen ja, beglückt wurde. Und das habe ich auch wirklich gebraucht. Das ist dann ja der sechste Band, in dem ich bin. Und im Dezember möchte ich dann den siebten Band hören und dann habe ich die Reihe dieses Jahr auch wieder beendet. Aber dazu dann nächste Woche mehr. Ich habe mir ein bisschen Weihnachtsstimmung geholt und habe auf Netflix Love Heart angeguckt. Das ist ein Film mit Nina Dobrev, die ich ja jetzt als Elena in den Vampire Diaries nicht so mochte. Ich fand aber die Idee des Films ganz cool, dass wir hier zwei junge Leute haben, die eben übers Internet flirten. Und die Rolle von Nina Dobrev ist Journalistin, die eigentlich eher so von gescheiterten Dates auch immer mal so eine Kolumne hat, darüber berichtet. Und sie verliebt sich hier Hals über Kopf und beschließt, irgendwie einen Tag vor Weihnachten oder eine Woche vor Weihnachten jetzt einfach zu ihrem Herzallerliebsten zu fliegen, ihn dort zu überraschen. Und als sie dort ankommt, ist sie mehr als überrascht, denn es erwartet sie nicht der Mann, mit dem sie gefacetimed hat oder mit dem sie Fotos getauscht hat, mit dem sie telefoniert hat, sondern jemand ganz anders. Und ja, es ist schon sehr weihnachtlich, es hat eine wunderbare weihnachtliche Stimmung. Es könnte aber auch zu jeder anderen Zeit spielen und hat Weihnachten jetzt nicht so als Fokus. Ich war vor allem total begeistert von Harry Charm
Junior, den man aus, aus der Serie von den Schattenjägern kennt. Also da ist er der Hexenmeister, da spielt er Magnus Bane. Und ich dachte, Mensch, den kennst du doch, den kennst du doch. Und da musste ich mal kurz bei Wikipedia schauen. Und ja, natürlich, er ist Magnus Bane. Hat nur eine sehr kleine Rolle, aber ich fand es toll, so dieses Gimmick zu so wiederzuerkennen. Ich fand die Geschichte ganz schön, ich fand sie wohlig, ich fand sie weihnachtlich, ich fand, sie hatte auch so natürlich so dieses typische Liebesgeschichten-Ding, was eben so ein gewisses Gefühl in einen aufleben lässt. Ich mochte das Ende tatsächlich sehr. Ich habe schon mitgekriegt, dass viele das Ende nicht so gut fanden. Ich fand es tatsächlich realistisch, das für einen Liebesfilm. Und ich habe das total abgekauft. Also ich konnte mir das sehr gut vorstellen und mochte dann auch die Anspielung auf zwei, drei andere Liebesfilme, die darin gemacht wurden. Und ja, war ein schöner Film. Kann man sich in der Vorweihnachtszeit auf jeden Fall mal anschauen. Hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Und dann kam das Ende von The Vampire Diaries. Ich habe Staffel 8 beendet und ich habe viele, viele, viele Taschentücher gebraucht. Nicht nur grundsätzlich in Staffel 8. Ich habe wirklich viel geweint innerhalb dieser ganzen Serie. Wir hatten viele Abschiede, viele Hallo, da bin ich wieder, noch mehr Abschiede. Wir hatten Tote, wir hatten Wiederkehrende, wir hatten Dramatik, wir hatten Trennungen, wir hatten Hochzeiten, wir hatten keine Ahnung was alles. Es war eine tolle Serie, muss ich wirklich sagen. Also ich fand auch das Ende, wo ich mich ja so ein bisschen gespoilert hatte, auch absolut toll gemacht. Ich habe geweint und gelächelt am Ende und ich fand wirklich, dass das perfekt oder dass das der Inbegriff eines bittersüßen Endes ist, was einfach gepasst hat, was sich stimmig angefühlt hat, was mich ja wirklich auch so ein bisschen heulig zurückgelassen hat. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Serie tatsächlich bis zu Ende gucke, als ich angefangen habe. Ich hatte ja so gedacht, naja, schaust du mal rein, aber ob dich das so packt. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass mir so viele Charaktere ans Herz wachsen, auch so auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ja, ich mochte es. Ich mochte es hier. Ich bin nie warm geworden mit Elena. Mit ihrem Charakter konnte ich einfach nichts anfangen. Ich konnte viele ihrer Entscheidungen nicht nachvollziehen. Ich konnte, wie sie ist, nicht für gut heißen und gut finden. Und ich habe auch ihre jammrige Art manchmal echt sehr anstrengend gefunden. Aber es gibt so viele Charaktere, angefangen natürlich von den Salvatore-Brüdern, von Damon und Stefan, die ich beide auf ihre Art ganz toll fand. Nicht unbedingt in Kombination mit Elena, aber ich das mochte. Ich mochte Bonnie, ich mochte Caroline. Ich bin großer Fan von Rick. Ich mochte Klaus und Elijah, die Urvampire. Ach, wie großartig waren die. Also es war ein richtig schönes, trauriges Ende und vor allem Bonnies Ende fand ich richtig, richtig toll. Und ja, auch das Ende von, ja, also, oh, ja, Taschentücher bereithalten und ich möchte jetzt, glaube ich, unbedingt auch die Originals mir angucken. Das wird ja so angeteasert, im Grunde in der letzten Folge jetzt auch, wie es irgendwie weitergeht. Und also, dass es auch irgendwie weitergeht und ich möchte mir die Geschichte um die Urvampire auf jeden Fall anschauen. Ich habe sie jetzt aber, glaube ich, gar nicht auf Netflix oder so gesehen. Mal gucken, ob man sich die vielleicht bei Prime irgendwie dazu kaufen kann, weil die würde ich, glaube ich, gerne angucken. Und dann gibt es ja jetzt irgendwie noch eine dritte Serie in diesem Universum, wo, glaube ich, auch sogar noch aus Vampire Diaries Leute dann irgendwie noch eine Nebenrolle kriegen oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja, aber ja, also auch abgeschlossen. Ich hätte nicht erwartet, dass es mich so begeistert, so packt und auch die 8. Staffel wirklich wieder so tolle Geschichten hatte, Handlungen hatte, dass so viel passiert ist und Wendungen, die ich überhaupt nicht habe kommen sehen und auch wirklich ein wunderbares Ende gewählt wurde, was eben einfach bittersüß ist, was perfekt ist und ja. Ja, so. Und dann gab es, glaube ich, nichts mehr zum Sehen, nichts mehr zum Hören, nichts mehr zum Lesen. Nein, ich glaube nicht. Morgen ist ja schon, zumindest wenn ihr jetzt das Video hier am Samstag euch anguckt, ja schon der erste Advent. Das heißt, ab nächste Woche beginnt auch der Highlight-Adventskalender. Also ab dem 1. Dezember gibt es jeden Tag um 7 Uhr ein kleines Türchen mit meinen Highlights. Ich habe ja schon ein Ankündigungsvideo dazu gemacht. Die Bücher sind in keiner Reihenfolge, es ist kein Ranking, sondern es sind einfach die Highlights, wie ich sie irgendwie in meinem Jahresrückblick sozusagen mir angeguckt habe, wie ich sie ausgewählt habe, wie ich manchmal auch noch auf Bücher
gewartet habe, ob vielleicht der nächste Band auch noch zu den Highlights gehört oder das nächste Buch der Autorin, des Autors irgendwie mit Erwähnung finden sollte, könnte, müsste. Und ja, ich habe schon, ich glaube, 18, 19 Türchen besetzt, habe mir aber auch ganz bewusst 3, 4 Türchen offen gehalten, weil ich hoffe jetzt ja im Dezember noch das ein oder andere Highlight zu lesen. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch so, neben den winterlichen Weihnachtsbüchern werde ich auch wirklich gucken, welches Buch auf meinem Sub könnte noch ein Highlight werden. Was ist noch ein Kandidat für den Kalender? Ja, da müssen jetzt alle Nicht-Highlight-Anwärter sozusagen hinten anstehen. Das ist schon irgendwie unfair. Aber ja, zudem möchte ich jetzt eben auch zu den Weihnachtsbüchern greifen, weil die liest man gefühlt jetzt eben nur so in den nächsten 4, 5 Wochen. So spätestens Mitte Januar hat man da ja keine Muse mehr zu. Und ich habe auch 3, 4 Bücher hier, die sich um Weihnachten drehen. Und da freue ich mich auch drauf. Ich habe auch ein paar Winterbücher mir schon auf eine Liste geschrieben. Listen schreiben sind bei mir immer gefährlich, aber ja, aber zumindest was winterlich ist, was dann ja auch irgendwie noch im Januar, Februar ganz gut geht. Und zum Beispiel sieht man es, glaube ich, hier unten ist Elsas Suche. Das ist auf jeden Fall was Winterliches. Steht hier hinten noch was Winterliches? Ich glaube eher hinter mir sind noch 2 winterliche Bücher und Weihnachtsbücher, aber ja, das kommt dann so in den nächsten Wochen. Und jetzt stehen wir tatsächlich schon am Ende November hier. Also ich fand jetzt wirklich so, die letzten 6 Wochen sind gefühlt wirklich geflogen. Also seitdem ich eigentlich aus dem Urlaub wieder da bin, Mitte Oktober, und jetzt haben wir irgendwie schon morgen den ersten Advent. Ja, ich freue mich jetzt demnächst aufs Dekorieren und hoffe, dass dann mit den Lichtern und der Deko auch ein bisschen Stimmung aufkommt, dass ein bisschen die Stimmung und der Geist erhellt wird, weil mir dieser dunkle November wirklich ganz schön aufs Gemüt sich legt. Und ja, wenn man dann noch solche Bücher liest, die einen nicht begeistern, dann ist es auch nicht so weit her mit der Realitätsflucht. Muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, passiert. Erzählt mir gerne, was ihr im November gelesen habt, was euch gefallen hat, was euer letztes Highlight war. Schwärmt gerne in den Kommentaren. Ich würde mich sehr über schwärmende Bücher sozusagen freuen oder über Bücher, über die geschwärmt wird. So muss man es ja fast ausdrücken. Und ich hoffe, ihr hattet, trotz dass ich heute eher mehr gemeckert als geschwärmt habe, trotzdem Spaß bei der Bücherwoche. Ich wünsche euch morgen einen ganz tollen ersten Advent. Ja, lasst es euch da auf jeden Fall gut gehen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.